Ach ja, Leute, hier am Balkon stehen ist echt ein cooles Gefühl, wenn die Sonne hier gerade aufgeht, wenn hier die Scheune ist, wo das Schaf drinnen ist, der gute alte Knuffi. Und hier, das ist zwar nicht schön, dass es ins Grab ist, aber es ist ein schöner Anblick. Ich kann auch hier actually da vorne hingehen. Hier ist auch ein cooler Anblick hier. Und, oder hier. Okay, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich unbedingt ein guter Anblick hier ist bei Neon. Aber ja, dann würde man sagen hier, was sage ich hier schon wieder? Dann würde man sagen hier, willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Scarlet Redino. Und, ja, heute haben wir wieder sehr viel zu tun. Wer die vorige Folge nicht gesehen hat, unbedingt rechts oben ein i abchecken. Dann wird das Schild hier, gefunden. Sieht richtig cool hier aus. Und, wir waren wieder in den Dungeon und wir haben hier entdeckt, dass hier, die gute alte Dulfina, glaube ich, heißt die. Die Frau von dem Dings ist. Die Frau von dem, Dings hier ist. Wer ist die Frau von dem Dolph ist? Die Dulfina ist die Frau vom Dolph. Genau, so heißt es. Und, genau, heute haben wir nämlich relativ viel vor. Heute wollten wir eigentlich in das Nether gehen. Genau. Wo haben wir unsere Obsidian? Hatten wir noch nicht irgendwo Obsidian? Ich glaube, ein Obsidian ist weg. Ich weiß nicht warum. Aber wir haben ja zum Glück noch hier ein Portal. Und, alright. So, dann gehe ich ja mal hier zu den guten alten Portal hier. Vorne waren wir nicht zum Portal. Genau da vorne. So. Ist noch ein paar Zombies. Wow, der schießt. Okay, da sind wir. Sie schießen sehr viele Leute. Ich kann auch schießen, ja. Ich brauche das Portal hier mal an. So. Okay, der schießt auch. Alles gut, alles gut. Oh oh, ich hab keine Blöcke mehr. Ja, einfach hier schnell zubauen. Alrighty. Alle Zombies. Ich glaube, die campen mich jetzt ab hier. Okay, das Portal buggt ein bisschen. Oh oh. Oh Leute, wie sie hier reinkommen. Kann man hier drüber springen? Ja, ich glaube schon, oder? Ich glaube, hier kann man irgendwo drüber springen. Das Ding ist ja, das Portal ist an, nur der es buggt hier irgendwie wegen dem Portal. Und, ja, würde ich mal sagen, lass hier reingehen. Alrighty, jetzt sind wir hier drinnen. Und Leute, sind hier mehrere Portale? Ich denke schon. Ein sehr komisches Geräusch hier. Leute, ist das hier? Kann ich das abbauen? Man kann es nur mit Diamantspitzhacke abbauen. Okay, ich kann es nicht abbauen. Also, ja, hier sind mehrere Portale ineinander. Das war unseres. Ist nicht da, wo hier das Ding hochgeht. Okay, sind komische Geräusche. Ich geh mal hier hoch. Was bist du hier? Fire Lily. Okay. Ist sehr, sehr viel Lava. Hier oben war irgendwo Quarz. Ich nehme das Quarz mit. Quarz nehme ich immer mit hier für XP. Ich glaube, die meisten in Minecraft, die irgendwie solche Profis sind oder so, die benutzen Quarz auch irgendwie so zum XP-Farmen oder sowas, weil er relativ viel XP gibt. Das Quarz hier. So. Quarz kann man auch solche Pillars und sowas bauen. Also, da ist es richtig cool, ja. Oh, mich schießt irgendwer an. Oh, lol. Das ist ganz und gar nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut, dass hier Leute sind, die mich anschießen. Also, sind das die Zombie-Pigments, glaubt ihr? Ich glaube schon. Das Ding ist, ich schieße mich von der so schon an. Sind noch wer? Nicht, dass sie mich runterschießen hier. Es sind noch ein paar andere. Gehen die mich jetzt an? Oh, da schießt mir einer an. Da schießt mir einer an. Okay, 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 okay. Kommt der? Okay, kommt. Ich hoffe, die droppen deren Waffen hier. Das ist sehr gut. Kommst du? Böser Dings hier. Kommst du? Er kommt, glaube ich. Oder kommt er? Oh, oh. Nein, 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 nein. Oh, oh, das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. So. Oh mein Gott, er ist direkt hier. Okay. Okay, nicht, dass ich gleich... Oh, oh. Okay, ich bin low HP. Alles gut, alles gut, alles gut. Alrighty. So, einfach hier...
Er ist tot, nice, ist nice. Okay, ich behalte mal hier die Blöcke in der Hand. Okay, was bist du? LOL, was bist du? Oh oh. Was ist das für ein Vieh? Ich weiß nicht, was das für ein Vieh ist. Ich grab mich mal weiter hier. Okay, Nether ist auf jeden Fall kein gutes Ding hier. Hallo, komisches Ding. Außer. Greift ihr mich an? Ihr seid freundlich, gell? Hoffentlich. Ich weiß nicht, wie baut man so das schwarze Ohr hier ab? War nämlich das so ein schwarzes Ohr? Das sind solche Höhlen? Ich weiß nicht, ob das gut für mich geeignet ist. Hier, das ist. Enchantment-Table brauchen wir auch mal zu Hause hier. Oh oh, ich glaube, das schwarze Ohr ist. War richtig selten. Oh oh, es ladet hier die Map. Ich denke, dass mich alles wirklich angreift. Ich darf hier nicht so weit zur Ecke hier treten. Sonst, okay, ich bin zwar in der Nether, aber okay, ein Meteor kann halt einlinsen hier. Hier ist Glowstone. Glowstone nehme ich immer mit hier. So. Direkt unter mir ist Lava. Das heißt, ich muss aufpassen, dass ich nicht hier gleich einen Block abbaue und hier reinfalle. Das ist relativ böse gerade. Alright. Ich freue mich schon, sobald ich irgendwann Flügel oder so craften kann, hat einer mal geschrieben hier. Man kann nämlich Flügel irgendwie craften. Da freue ich mich schon irgendwie drauf. So, ein bisschen Dings noch. Alright, aber der Nether ist ein bisschen komisch hier. Ich glaube, ich gehe da nicht nochmal absichtlich hin. Hier ist noch Dings. Bitte rein mir nicht rein, Zombie-Pickern, danke. Alter, jetzt kann man alles mit Quarz bauen. Oh, lol. Hier sind wir bei der, Dings, Botania. Ich glaube, im Livestream, im nächsten Livestream oder so, werden wir uns mit Botania beschäftigen. Ich will ja nicht zu weit gehen. Was kann man mit dem hier machen? Fire Lily kann man gar nichts machen, glaube ich. Ich glaube, nur wenn man reinrennt, kriegt man irgendwie Damage, glaube ich. Oh, oh, die Welt ladet schon wieder. Okay, okay, okay. So, ist hier noch irgendwas? Oh, was war das für ein schwarzes Ohr hier? Ich weiß nicht, dass es für ein schwarzes Ohr war hier. Ja, ich baue mal noch ein bisschen Dings ab. So. Ich habe echt gerade Angst, dass hier wieder die Dings spawnen. Ich will ja nicht weiter rennen, weil ich will hier nicht in die Lava fliegen. Hallo Zombie Pigman. Ich weiß, dass du sagen kannst. Okay, okay, okay. Ich habe wieder Hunger hier. Könnte rüberfliegen. Ich glaube, das bringt sich nicht viel hier. Okay, ist da vorne. Oh, hier ist schon wieder das Erz. Okay, mache ich mir schnell hier neue Fuckalory Dinos. Wie viel ist so eine Blume? Da vorne ist wieder so einer, der schießt. Oh, Welt ladet. Hier schnell wieder gerade. Ja, egal. Ich glaube, ich gehe mal wieder zurück lieber. Ist auch XP. Oh, die Welt ladet, das ist nie gut. Ich gehe mal wieder zurück lieber, weil ich echt Angst habe. Ich glaube, das Portal war das, oder? Doch, hier bin ich rausgekommen. Alright, wir sind wieder draußen, okay. Nice, okay. Das war ein bisschen komisch hier. Okay, jetzt eine Wüste, da bin ich auch noch nicht hingegangen. Ich könnte eigentlich noch zu einem Meteor hier gehen. Was ist das da vorne? Ich gehe mal hin hier. Aber nicht vergessen, hier Blöcke haben. Falls die Dings kommen. Was ist das? Das ist das hier. Da gab es so ein Random Generator Dings. Hier ist grünes Wasser. Ah, genau, hier sind wieder Kakteen, gell? Die ich hier ganz am Anfang gesehen habe. Ich glaube, hier ist nicht wirklich irgendwas. Oh, warum ladet die Welt hier so lange? Ich glaube, das ist normal, wenn man hier von der Netherite zurückkommt. Hey, warum ist das gerade normaler Kaktus gewesen? Egal. Dann gehe ich mal. Oh, Leute, hier schießt schon wieder einer. Ja, tschüss. So, ich hoffe, ich fliege nicht noch einen rein, der irgendwie hier schießt. Alright, so. Gehe ich mal wieder zurück. Oh.
Nein, nein, ist nicht gut. Hier, schnell zum Haus. Ich wollte hier eigentlich heute noch hier Holz hacken. Und, so. Und ich will mal wissen hier, wo wart ihr oder wo fahrt ihr hier in Urlaub hin, actually? Ich will so Gamescom. Ich glaube, wenn das Video rauskommt, das ist eine Woche vor der Gamescom. Also eine Woche nach, diesem Mittwoch bin ich in der Gamescom praktisch. Könnt ihr mich auch antreffen hier. Und ja, so, okay, ich hier ganze Steiner-Dinos. Bam. Nether Quartz. Nether Quartz, sorry, du. Gebe ich mal hier hin. Kann ich das mit alles decken? Nee, kann ich nicht. Egal, ich lasse es einfach hier mal so. Alrighty, wir werden, keine Angst, wir werden das alle noch sortieren hier. Noch Blackberry Doos, so. Alrighty. So, ich kann mal hier runterschauen zu Dings. Was für ein Projekt der hier macht. Oh, nicht hier Dings lassen. Was ist das hier? Ich weiß es nicht. Und der hat hier, doch, Tatsache, hier ist er. Der hat hier kleines Bett hier, ein orangenes Bett, ein lilanes Bett. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, das findet für Dulf und für Dulfine. Die hinten, keine Ahnung, was der hinten macht. Ah, lol, und hier ist der Shop. Hallo, Dulfine. Aber es ist richtig cool hier, Dulf. So, ich glaube, ich gehe jetzt noch gleich Holz hacken. Oder ich gehe zuerst noch. Leute, ich habe eine Mailbox. Read. Ich weiß nicht, wenn ihr wisst, wie man hier irgendwie Mails schreiben kann, könnt ihr mir in die Kommentare schreiben. So, righty tighty. Knuffi, wie geht's dir, Knuffi? Knuffi, Knuff, Knuff. Müsst du doch ein Nametag irgendwie Knuffi geben? Genau, Knuffi heißt der. Wenn ihr auch irgendwelche Bauideen hier habt, könnt ihr auch schreiben in die Kommentare. Alright, Glowstone. Kann ich jetzt hier Glowstone machen? Ich weiß nicht. Kann man auch irgendwas mit Glowstone machen? Okay, Putzane, Mana Pool. Wir machen sich einen Mana Pool. Living Rock. Wo kriegt man Living Rock? Rock hier. Ich verspreche die ganze Zeit. Living Rock. Living Rockery, du. So, ich baue hier, genau, ich wollte doch hier Holz abpacken, aber davor gehe ich ja noch hier schnell schleifen. Schleife die Schleif. Oder obwohl, wir können ja eigentlich hier 600 Blöcke. 4388 Blöcke. Wir können hier zurückgehen, actually. Welche Richtung ist das? In die Richtung ist der Meteor. Wir könnten eigentlich zum Meteor gehen hier. Also von daher. Lass zum Meteor gehen, actually. So. Ja, dann gehen wir einfach zum Meteor already. Oh, ich bug hier. So, nice. So, dann gehe ich ja mal zu Richtung Meteor. Das heißt, nee, 1000. Das heißt hier irgendwie in die Richtung. Nee. In die Richtung, genau. Aber ist nicht dasselbe Meteor, wo wir schon mal waren hier? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, es ist nicht wirklich nicht wieder hier irgendwo ein Drache. So. Das heißt einfach hier in die Richtung, richtige Richtung. Da steht ja in 360 Sekunden kommt erst der Vulkan hier. Der Meteorit hier. Alright. Das heißt einfach in die Richtung. Aber dann waren wir eigentlich schon, oder? Und ist da vorne irgendwie so ein Meteoriten häufig Runterfallteil. So, jetzt haben wir wenigstens einen Hangglider, da sind wir ein bisschen schneller. Hier wäre noch das Drachendings. Das heißt, wir machen schnell ein bisschen Blöcke. Oh, was war das? Das wollte ich nicht. Oh, oh. Ja, okay, jetzt ist wieder normal. Oh nein, jetzt habe ich gerade Dings hier einen Hangglider rausgenommen. So, das heißt eigentlich in die Richtung, oder? Doch einfach hier weiter. Oder mittlerweile ein bisschen hier. In die Richtung. Man sollte irgendwo. Aber ich glaube, es ist wieder so ein Dings. Hier war der alte Meteorit. Ich habe schon wieder solche Würmer.
Ist nicht gut. Aber hier noch ein paar Blöcke weiter, oder? Ist wieder so ein Meteorit. So ein Meteorit, der hier, weil hier ist das Wasser richtig schön. Dass sich komischen Viecher runtergebracht hat. So ein Käfermeteorit. Sollte eigentlich hier gleich sein, oder? Gut, vorne ist irgendwas komisches. Ein Stonebrick-Teil. Will ich mal nicht hingehen. Ich hoffe, das ist mal ein normaler Meteorit hier. Hoffentlich. Wir sollten eigentlich gleich dort sein. Das heißt, wir sind 1500, 1300 müssen wir noch, okay. Das heißt, in die Richtung circa. 1300. Da vorne habe ich einen Wurm gesehen, einen großen Wurm. Oh, da vorne, Tatsache, da ist ein Meteorit. Das wird ein Dungeon. Okay, das ist so ein komisches Vieh. Diesen Wurm. Hallo, Wurmi. Dies ist so ein Dings. So ein Teil. Das ist ein Meteorit. Ha, du kommst da nicht. Wow, okay, das nehme ich zurück. Da kommt noch ein Wurm. Nimm ich hier Damage? Nee. Kann ich das hacken? Oh oh. Das ist so ein Teil gerade weggeflogen. Ich dachte, es wäre ein Dings hier gerade. Kann ich es hacken hier? Ich mach's nicht. Doch, ich kann hacken. Okay. Ja, was auch immer das hier ist. Was kann man mit dem machen? Blume zu ab, oder? Wow, okay. Ja, das nehme ich zurück, dass du hier schlecht bist. Aber er ist richtig, relativ gut hier. So. Schnelle Hackery du. Hacky Ducky. Was? Ich weiß immer noch nicht. Ich weiß nicht, was man mit dem machen kann. Wenn ihr das wisst, könnt ihr auch Kommentare schreiben, was ich damit machen kann. Ich glaube, das ist nicht so gut. Hier kommt der wieder. Der ist, glaube ich, freundlich. Ich gehe wieder nach Hause. Ich glaube, das war nicht so toll gerade irgendwie. Es war nicht so ein Meteor. Ich weiß nicht, was mit dem Powder machen kann. Ich kann ja nochmal hinkommen. Ich weiß eh, wo es circa ist. Alright. Ich muss so schnell wieder zurück hier gehen. Aber es laggt gerade extrem. Woo. Und hier ist noch ein Meteor. Hier ist ein roter Meteor. Und der rote Meteor laggt gerade extrem. Da vorne ist ein Drache. Oh oh. Hier ist wieder so ein anderes Teil. Gehen wir wieder rüber. Oh, warum laggt sie gerade extrem? Okay, ich habe mich hier gerade von der Lagstelle hier irgendwie entfernt. Oh oh. Ich hoffe, es laggt immer. Ja, es laggt nicht mehr. Zum Glück hier. Ja, schon ein Huhn mit. Für die Federer Dinos. Brauchen wir nämlich. So. Keine Ahnung. Aber da war irgendwie ein Meteor, so ein roter Meteor noch. Keine Ahnung. Ich kann mal wieder hier schauen. Vorne ist so ein Haus, ein komisches. Alrighty. Dann gehen wir jetzt mal Richtung wieder nach Hause. So. Ich glaube, das ist auch ein Meteor hier. Oder war eh der andere gemeint? Ich weiß nicht. Ihr habt geschrieben, das war nur so ein Nest und das ist kein Meteor gewesen. Aber ich weiß es selber auch nicht. Ich meine, es war so ein Loch. Es hat so ausgeschaut wie ein Meteor, meine ich. Also, finde ich. Egal. Vorne war halt noch ein Dings hier. Noch so ein Drache, aber ich habe den halt jetzt nicht mitnehmen können. Weil, weil es hat gerade extrem geleckt und da kann ich halt nicht solche Sachen mitnehmen. Hier ist, glaube ich, auch nichts. Außer die Golden Nuggets mehr. Ja, hier ist auch nichts mehr. Der Drache ist schon tot hier. Außer. Hier backen die ganzen Bäume irgendwie, komischerweise. So, alrighty. Sind wir gleich wieder da, zu Hause. Genau. Was kann ich noch ansprechen für Thema? Genau, das kann ich ansprechen hier. Wegen Skifahren oder so. Welche. Wow, okay, ist eine Schlucht hier. Fahrt irgendwie. Oder du, Snowboard oder die, oder? Fahrt ihr Ski? Hey, wo bin ich jetzt hin hier? Ich glaube, ich habe mich verfahren hier. Okay, ich glaube, ganz am Anfang war ich hier. Doch, ganz am Anfang war ich hier.
Ich esse mal hier ein bisschen was, weil ich hab wenig Leben. Ja, ganz am Anfang bin ich hier langgelaufen, oder? Doch, ich glaube da vorne irgendwo ist mein Haus. Alright, genau, bezüglich Skifahren oder so. Fahrt ihr Ski oder Snowboard oder dir? Oder fahrt ihr überhaupt Ski hier? Weil, wir fahren, also, ich, Flo, Fabi und, also, die ganze Familie hier. Wir fahren, jedes Semester hier, gegen Winter hier, Skifahren, also. Weiß nicht, fahrt ihr auch Ski? Oder Snowboard oder ihr könnt auch einen Kommentar schreiben hier. Ja, ich finde Skifahren richtig cool hier. Ich weiß nicht, wie Snowboarden ist, weil ich halt noch nicht Snowboard gefahren bin. Also, wie soll ich sagen, gefahren bin? Gerutscht bin ich actually. Also, Snowboard gefahren bin. Keine Ahnung, ich finde. Okay, hier ist ein Skelett. Hallo Skelett. Tschüss, Skelett. Bin ich hier gerade verfahren? Genau, da vorne ist ein Haus, okay. Genau. Aber ich finde Skifahren actually cooler, glaube ich, als Snowboarden. Snowboarden schaut irgendwie cooler aus. Aber im Prinzip ist Skifahren cooler, glaube ich. Also, ich habe jetzt nicht wirklich einen Vergleich, aber ich finde halt Skifahren cooler. Und ja, will ich jetzt auch mal sagen, das war's hier für die Folge. Lasst ein Like und ein Abo da für mehr Minecraft aus Scarlet, wie gesagt, wie immer hier. Jetzt können wir noch den schönen Ausblick hier genießen. Und ja, schaltet unbedingt die Glocke ein, dass ihr keine Scarlet-Videos mehr verpasst, dass ihr immer Erster seid. Und wie gesagt, die ersten Kommentare hier, die lese ich am meisten. Und ja, also schaltet unbedingt die Glocke ein, dass ihr direkt Erster seid, hier das Video zu sehen. Und ja, lasst ein Like und ein Abo da und ciao. Whee!